Jörg Siebenhandel hier beim Trainingslager in Bad Waltersdorf. Die ersten Einheiten habt ihr hinter euch. Welche Eindrücke hast du bislang gewinnen können? Ja, die letzten Tage war es mal anstrengend. Also die Temperaturen waren ja, bis heute Nachmittag ziemlich zach. Aber wir haben gute Einheiten abgespielt. Das Spielerische hat schon gut funktioniert. Und ja, es ist halt schade, dass heute der Test ausgefallen ist. Und ja, jetzt spielen wir morgen in der Früh. Und ich glaube, dass es auch ein guter Test wird. Und ja, dann schauen wir weiter. Welche Vorteile würdest du generell sagen, bietet so ein Trainingslager für die Mannschaft? Man ist ja quasi von früh bis spät zusammen unterwegs. Ja, du kannst dich besser kennenlernen und du musst dich um nichts anderes kümmern. Also du kannst einfach nach dem Training abschalten, regenerieren, du hast keinen Stress. Und ja, das macht halt gerade das Trainingslager aus, dass du da wirklich in Ruhe arbeiten kannst. Und inwiefern kann man auch während der Trainingseinheiten vielleicht Aspekte trainieren, die man sonst eher hinten anstellen muss? Naja, also ich glaube, wir sind im Essendorf auch gut abgeschirmt. Also kann man schon einiges trainieren und da kann man halt noch mehr ins Detail gehen, weil man einfach mehr Zeit hat, weil man so gar keinen Stress hat. Und ja, man kann halt natürlich auch dann im Hotel noch einige Videoanalysen machen, ohne dass dann zu viel wird. Jakob Jantscher, im ersten Testspiel gegen Ferencváros Budapest hast du verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden müssen. Wie geht's dir momentan? Danke der Nachfrage, sehr gut wieder eigentlich. Also ich habe einen Schlag auf meinen operierten Fuß bekommen, das hat ziemlich geschmerzt. Es ist beim MRT nichts rausgekommen, das ist super natürlich und ich bin jetzt eigentlich schon wieder voll im Training. Das heißt, du hast voll mitziehen können wieder und hast auf keine Trainingsinhalte verzichten müssen? Ja, ich habe nur jetzt am Montag nicht mittrainiert, also den ganzen Tag dann Pause gemacht, aber ab heute war ich wieder voll dabei. Und wie zufrieden bist du generell mit den Bedingungen hier in Bad Waltersdorf? Ja, sehr gut. Also wir haben super Platzverhältnisse, das Hotel ist super, es passt eigentlich alles. Ich denke, wir haben die ersten 1,5 Wochen auch sehr gut rübergebracht, sehr viel neuen Inhalt jetzt vom Trainerteam erhalten und ja, es ist sehr, sehr spannend und ich glaube, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind. Das ist die erste Möglichkeit.